So. Unser Trinkwasser ist super. Es ist sauber, es ist rein, es schmeckt. Das am besten kontrollierte Nahrungsmittel überhaupt, das hören wir immer wieder. Doch wenn man so streng kontrolliert, dann findet man anscheinend auch was. Laut einer Studie befindet sich die Chemikalie TFA bei uns in Nordrhein-Westfalen vermehrt im Trinkwasser. Die Chemikalie kommt unter anderem in Pflanzenschutzmitteln vor. Pestizide können zu gesundheitlichen Problemen führen. Allerdings können sie weder herausgefiltert werden noch zerstört werden. Und deshalb werden sie als Ewigkeitschemikalien bezeichnet. Man kann also nur froh sein, wenn sie nicht entdeckt werden. Weil Wasser für uns alle das Lebensmittel Nummer eins ist. Ne? Ohne Wasser kein Leben. Wenn es ums Wasser geht, ist er in seinem Element. Matthias Pack, Betriebsleiter im Wasserwerk an der Vitalsperre. Ein Arbeitsplatz für ihn wie gemalt. Wenn man dieses Umfeld hier sieht, man könnte meinen, man wäre irgendwie an einem kanadischen Bergsee oder so. Dabei sind wir hier mitten im Oberbergischen an der Vitalsperre. Ne? Fantastische Landschaft. Doch was hier so idyllisch wirkt, ist auch bedroht. Denn immer wieder landen Stoffe wie Trifluoracetat, kurz TFA, im Wasser. Das ist sicherlich bedenklich, aber auf der anderen Seite kenne ich die Technik, die heutzutage möglich ist, auch solche Dinge rauszuholen. Und wie funktioniert das? Das Wasser der Talsperre wird in diesem Turm in 50 Metern Tiefe abgepumpt und kommt dann über dicke Rohre hier an im nahegelegenen Wasserwerk. Dort wird es erstmal geprüft. Könnte man das Wasser jetzt schon trinken? Sie und ich wahrscheinlich schon, weil wir gesunde Menschen sind. Aber es ist eben nicht als Trinkwasser zu bezeichnen, weil immer jahreszeitlich bedingt unterschiedlich Bakterien, Mikrobiologie im Wasser vorhanden ist. Mal mehr, mal weniger. Zurzeit ist es relativ wenig, aber es kann auch jahreszeitlich bedingt mehr sein. Damit die Bakterien und Verschmutzungen ganz aus dem Wasser verschwinden, wird es in diesen Becken aufwendig gefiltert. Mit einer speziellen Sandmethode. Die TFA-Chemikalie haben sie hier im Oberbergischen bislang nicht gefunden. Matthias Pack ist von der Qualität seines Produkts begeistert. In NRW würde ich bedenkenlos, also nicht nur in NRW, also in ganz Deutschland bedenkenlos Wasser trinken, weil ich als Wassermensch weiß, welche Techniken dahinter stehen, welcher Aufwand betrieben wird, welche Analysen zu machen sind. Deswegen, also da würde ich wirklich deutschlandweit eine Lanze brechen für gutes Wasser. Und trotzdem, immer wieder gelangen auch andere Chemikalien ins Wasser. Ob von der Industrie, von der Landwirtschaft oder von uns allen. Das mache es für die Wasserwerke enorm schwer, sagt Paul Kröfges von der Umweltschutzorganisation BUND. Das ist immer wieder ein Déjà-vu-Erlebnis, weil seit vielen Jahren oder Jahrzehnten immer wieder Chemikalien neu entdeckt werden, wobei sie oft gar nicht neu sind, sondern bisher analytisch nicht nachgewiesen werden konnten. Die Analytikempfindlichkeit steigt und die Zahl an Chemikalien steigt ebenfalls. Und wie können Sie im Wasserwerk darauf reagieren? Wenn man Strategien entwickeln kann, um es zu vermeiden, dass solche Stoffe ins Wasser kommen, ist das sicherlich die allerbeste Möglichkeit. Aber manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden. Und dann wird natürlich entsprechend technisch aufgerüstet, um eventuell dann solche Stoffe aus dem Wasser zu entfernen. Das gilt auch für die TFA-Chemikalie. Damit bis zu 500.000 Menschen im Oberbergischen auch in Zukunft eines bekommen, wenn sie den Wasserhahn öffnen: sauberes und gesundes Trinkwasser.